Der Relotius-Skandal hat einen Moment lang den Scheinwerfer auf Betrug im Journalismus gerichtet. Ja, das war gut, aber das Hauptproblem ist ein völlig anderes. Warum wir manchmal eine ziemlich verzerrte Wahrheit aufgetischt bekommen und was das bewirkt, das schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zur Tamara Show, präsentiert vom Nebelspalter. Habt ihr eigentlich schon mal euren politischen Kompass gecheckt, also wo genau ihr steht? Ich meine ganz konkret steht. Ich habe das neulich aus Neugier mal getestet. Ja, und wenn es euch interessiert, auf der Seite politicalcompass.org kann man einen Test machen und sich anhand seiner ideologischen Überzeugungen auf einer Achse einordnen. Das Spektrum geht von autoritären und liberalen Überzeugungen und von wirtschaftsautoritären bis wirtschaftsliberalen Überzeugungen. Ja, mein Resultat ist für mich jetzt mit meinen freiheitlichen Überzeugungen nicht besonders überraschend. Leben und leben lassen, das Individuum und sein Wohlergehen im Zentrum unserer Bemühungen, persönliche Freiheiten statt Einschränkungen zugunsten des Kollektivs, Eigenverantwortung statt Verbote und Beschränkungen, gleiche Rechte und Chancen für alle. Dafür sollte der Staat sorgen, ansonsten soll er sich bestmöglich zurückziehen und nicht zu fest in die Freiheiten des Individuums eingreifen. Ja, und dieser politische Kompass bringt uns direkt zum Thema politische Schlagseite im Journalismus. Klaas Relotius, der ehemalige Spiegelreporter, hat jetzt, also 2,5 Jahre nach dem Auffliegen seines Betrugs, in der Schweizer Zeitschrift Reportagen erstmals ein Interview gegeben. Er gibt dazu, dass wahrscheinlich die allerwenigsten seiner Texte korrekt gewesen waren. Er habe sich nach der Aufdeckung mehrere Monate in stationärer psychiatrischer Behandlung befunden und sei heute in Therapie. Die Seite habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Ja, das Interessante ist jetzt nicht unbedingt das Interview, weil das ändert ja eh nichts an dem Ganzen, sondern eher die Reaktionen darauf. Auf Twitter geben die einen zu bedenken, dass es in der Therapie ja nicht primär um Wahrheitsfindung gehe. Weitere meinen, entweder er ist krank, dann muss man ihn vor sich selbst schützen, oder er ist und bleibt ein großer Manipulator. Und es gibt Personen, für die ist offensichtlich die psychische Krankheit der Kern des ganzen Problems. Ja, und das ist ihr gutes Recht. Dennoch kommt Letzteres mir ein bisschen so vor, als ob man ihn zwanghaft irgendwie rehabilitieren möchte. Aber man darf jetzt nicht zu streng mit ihm umgehen, weil er ja psychisch krank ist. Ja, und all das ist interessant, aber es geht am eigentlichen Problem vorbei. Denn warum war es für Relotius so einfach, mit seinen Geschichten durchzukommen? Meine persönliche Theorie ist, weil es im Prinzip einen Fehler im System gibt. Der Fall Relotius hat ja aufgezeigt, wenn du diese bestimmten Narrative bedienst in deinen Beiträgen, sind manche Leute, also Journalisten, Kollegen, Chefredaktoren, Produzenten, Juroren bei Preisverleihungen, die sind dann bereit, nicht mehr so kritisch hinzuschauen. Weil sie wollen ja, dass es diese Geschichten so gibt, dass sie Realität sind. Ja, und dass diese Gruppe von Menschen, die dann eben nicht mehr so kritisch hinblickt, doch eher ausgedehnt ist in der Journalistenbranche. Das ist eigentlich, worauf Relotius, ungewünscht natürlich, für einen Moment das Spotlight gerichtet hat. Ich denke, das konnte überhaupt nur passieren, weil der Journalismus insgesamt nicht sehr divers ist, was jetzt politische Gesinnungen und Weltanschauungen betrifft. In den Redaktionsstuben herrschen mehrheitlich dieselben Meinungen vor und man klopft sich für seine Haltung gegenseitig auf die Schultern. Beispiel Frauenquote. Wie viele der großen Medienverlage gibt es denn, die eine klare Linie gegen die Quote fahren? Weil man sie zum Beispiel für illiberal hält, da sie in die Personalpolitik eines Unternehmens eingreift. Oder weil sie anderen Individuen, die in der falschen Gruppe sind, ihre Chancen verwehrt. Die große Mehrheit der Medien promotet die Frauenquote. Nur einige, ganz wenige schreiben dagegen an. Ja, ein offenes Geheimnis in der Szene ist auch die Schlagseite bei der Vergabe der Journalistenpreise. Es gewinnen nicht immer, aber häufig jene Texte oder Beiträge, die in ihrer Meta-Aussage politisch mit dem Rest der Journalisten in den vielen Jurys übereinstimmen. Ja, natürlich würde das keiner jemals zugeben. Die große Mehrheit der Journalisten steht links der Mitte, erklärt Medienwissenschaftler Christian Hoffmann in einem aktuellen Interview mit Welt.de. Die Studienlage ist ziemlich eindeutig.
Die große Mehrheit der Journalisten, es variiert, aber etwa 70-80% steht nach eigenen Angaben links der Mitte. Ja, eigene Angabe, das finde ich eigentlich noch ganz wichtig. Es ist also nicht irgendwie das Publikum, das diese Wahrnehmung hat, sondern sie sagen es selbst von sich, ordnen sich so ein. Auf dem politischen Kompass. Ja, und da gibt es einige Forschungen dazu. Vergangenes Jahr fand zum Beispiel eine Umfrage unter Volontären des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heraus. 92% der ARD-Volontäre wären grün-rot-rot. 92%! Ja, das soll jetzt kein Vorwurf an die Medien sein, nur eine Feststellung. Und im Prinzip ist es ja menschlich und es beweist, wie wir halt alle ticken. Es könnte genauso gut umgekehrt sein, wenn zum Beispiel die große Mehrheit der Journalisten rechts der Mitte angesiedelt wäre, wirtschaftsliberal wäre. Dann wäre auch das ein Problem. Dann würde man Konzerne weniger kritisch hinterfragen und Missstände wahrscheinlich weniger aufdecken. Also die Berichterstattung wäre insgesamt unausgewogen. Ja, und apropos Schlagseite. Wie genau sich die Linkslastigkeit in Redaktionen auf die Berichterstattung auswirkt, da ist man sich nicht ganz sicher. Mein Eindruck ist aber, dass sie eher häufig durchdringt. Nicht nur in klaren Meinungskommentaren, auch in Artikeln, Reportagen, ja sogar in Newsmeldungen. Ja, und man erkennt das etwa daran, welche Themen vertieft angesprochen werden. Also zum Beispiel Umweltthemen, die wurden in den vergangenen Jahren ganz schön und tief beackert. Welche Themen werden kaum aufgegriffen? Beispiel die teils brutalen Ausschreitungen bei den Black Lives Matter Demonstrationen. Da hat man das wirkliche Ausmaß der Gewalt und der Verwüstung häufig nur durch Videos in den sozialen Medien mitgekriegt. In den klassischen Medien war das allenfalls ein Randthema. Man hat ja sogar von mainly peaceful protests gesprochen, während hinter dem Reporter das gesamte Quartier in Flammen stand. Oder wie ist das Wording? Werden gewalttätige Chaoten aus der rechtsextremen Szene zu Recht rechtsextreme Gewalttäter genannt? Gewalttätige Chaoten aus der linksextremen Szene oder Leute von Greenpeace, die eine Straftat begehen, Aktivisten? Wie ist das Spin in dem Beitrag? In welche Richtung geht es? Anhand dieser Kriterien lässt sich doch häufig ein versteckter Bias erkennen, also eine politische Färbung, eine Ausrichtung. Meine Beobachtung deckt sich mit dem, was der Medienwissenschaftler Hoffmann bei Welt.de sagt. Man könne anhand von Studien die Sprache von Berichten untersuchen, ob eher eine aus linken oder konservativen Zusammenhängen bekannte Terminologie verwendet wird. Auch lasse sich die Themensetzung analysieren. Wie wird etwa über den Klimawandel berichtet oder über Migration? Das ist häufig am aussagekräftigsten, so Hoffmann. Und bei genau dieser Betrachtung zeigen Studien auch mit unter am deutlichsten einen inhaltlich linken Bias der Medien. Und weiter meint er, wenn alle, die auf einen Text schauen, sprichwörtlich dieselbe Brille auf der Nase haben, ist es wahrscheinlich, dass Dinge durchrutschen, die Menschen mit einer anderen Perspektive als fragwürdig beurteilen würden. Ja, wie ich es im Fall Relotius erklärt habe, da hatten alle im Kollektiv die gleiche beschlagene Brille an und konnten nicht viel sehen. Ja, all das muss man jetzt nicht überdramatisieren. Aber natürlich schadet das der Glaubwürdigkeit im Journalismus oder des Journalismus. Und es schadet auch der Berichterstattung selbst, wenn bestimmte Themen nicht anhand ihrer Wichtigkeit aufgegriffen oder durchleuchtet werden, sondern es von der ideologischen Haltung der Journalisten abhängt. Ja, und es schadet letztlich uns allen, weil wir eine verzerrte Wahrheit oder ein verzerrtes Weltbild aufgetischt bekommen. Also nur die halbe Wahrheit, womit wir uns dann auch nur ein halbes Bild der Lage machen können. Gutes aktuelles Beispiel ist gerade die Frage, ob das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stammt. Als Trump das damals ansprach, nannte man ihn ja einen Rassisten. Mainstream-Medien verfolgten den Verdacht kaum oder gar nicht weiter. Jetzt, da Biden aber den US-Geheimdienst anordnete, der Labortheorie nachzugehen, ist es für die Mainstream-Medien plötzlich ein großes Thema. Und Biden auch kein Rassist deswegen. Ein Punkt aber, der mich wirklich schauen lässt. Ich höre neuerdings vermehrt von Beispielen, wo Journalisten von Mitgliedern der eigenen Redaktion für ihre Meinung oder Haltung, die nicht der Redaktionsmehrheit entspricht, heftig kritisiert oder sogar teilweise an den Pranger gestellt werden. Man gebietet der Person dann auch nicht mehr über Themen zu schreiben, die nicht der Mehrheitsmeinung der Redaktion entsprechen. Ich bin als Selbstständige seit jetzt über 22 Jahren im Mediengeschäft tätig und darum kriege ich solche Dinge aus nächster Nähe mit. Ja, und das bringt mich tatsächlich zum Stottern und es macht mir echt Kopfweh. Ja, und ich spreche jetzt nicht von der Gundeldinger Zeitung, sondern von renommierten großen Medienhäusern.
Dass die große Mehrheit der Journalisten links der Mitte steht, da kann man ja auch ehrlich sein und das anerkennen, dass es diesen völlig unabhängigen Journalismus so nicht gibt. Und gerade der wird aber immer wieder hervorgebracht, etwa als Argument von den Öffentlich-Rechtlichen, warum die Gebühren erhöht werden müssen. Ja, und gerade für die Öffentlich-Rechtlichen mit ihrer Finanzierung durch Gebührengelder wäre ja ein breites Spektrum unterschiedlicher ideologischer Überzeugungen wichtig auf der Redaktion. Ohne Gebühren könnte man ja wenigstens sagen, okay, gut, wenn es die Leute wollen, dann wären ja so alle happy. Aber mit dem Gebührentopf schaffst du wie ein Monopol. Andere Medien, die nicht subventioniert sind, die haben gar keine Chance, mit den Produkten der Öffentlich-Rechtlichen zu konkurrieren, weil sie halt einfach, wie in Deutschland, keine 8 Milliarden haben. Gut, mir ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, natürlich berichten nicht alle Journalisten und Redaktionen einseitig. Die Qualität ganz vieler Beiträge ist sehr hoch. Viele meiner Kollegen machen einen wirklich guten Job. Und es gibt auch Redaktionen, die divers in der Denkweise sind. Auch das muss man klar sagen. Aber der Trend, der geht halt eher in die andere Richtung. Ja, und das war vielleicht schon immer so. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, es gibt keinen 100% unabhängigen Journalismus. Und übrigens, meine Beobachtung, gerade jene, die sich Faktenchecker nennen, unabhängig und autonom, die haben meistens die größte Schlagseite von allen. Ja, statt krampfhaft versuchen, die Mehr vom unabhängigen Journalismus unter die Leute zu bringen, könnte man den Zustand versuchen zu verbessern. Meines Erachtens wäre es vor allem die Aufgabe von Chefredaktoren der großen Mainstream-Medien, dafür zu sorgen, dass ihre Redaktionen vielfältig besetzt sind, punkto Weltanschauung und politischen Überzeugungen. Und dass Meinungsabweichler nicht gemobbt, sondern als wichtige Gegenpole gesehen werden. Nur so schafft man es, dass in Diskussionen an der Redaktionssitzung verschiedene Standpunkte zusammenkommen und in den Beiträgen von verschiedenen Perspektiven aus argumentiert wird. Und so holt man ja auch ein möglichst großes Publikum ab. Wenn 92% der ARD-Volontäre grün-rot-rot wählen, wie bitte soll das auch nur annähernd die Präferenzen der Gebührenzahler repräsentieren? Ja, und nicht vergessen, die Volontäre von heute sind die Redakteure von morgen und die Chefredakteure von übermorgen. Das verspricht eine grün-rosa-rote mediale Zukunft. Ja, und wie findet man jetzt heraus, ob die Redaktion divers genug ist in seinem Verlag oder seinem Sender? Wenn die Redaktion eine homogene Wohlfühlzone ist, wo sich die Redaktoren gegenseitig für ihre Haltung auf Twitter abfeiern und sich die Redaktionssitzung jeweils anfühlt wie der Parteitag der Junggrünen, dann hat man ein Problem. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und tschüss!